Hallöchen und herzlich willkommen wieder mit Edna und Harvey und psst, das ist ein Friedhof. Ja, Gebrüll des Flüstern! Schauen wir uns erstmal die Gräber an, eins nach dem anderen. Hier liegt Henry Miller. Er wurde in jedem Jahr Trinkmeister. Henry Miller klingt meines Erachtens nach wie ein Regisseur. Ich meine aber völlig falsch zu liegen. Gott, zu liegen! Man verzeihe mir mein loses Mundwerk im Zusammenhang mit der Aussprache und nicht mit den Wörtern. Hier ruht Mattis Konrad? Ach je. Das hier ist das Grab meines Vaters, Harvey. Also stimmt es. Er ist wirklich tot. Was mache ich nur, Harvey? Wo soll ich bloß hin? Beruhige dich, Edna. Lass uns einfach an unserem Plan festhalten. Wir schlagen uns nach Hause durch und dann suchen wir belastendes Material gegen Dr. Marcel. Man wird sich dann schon um uns kümmern. Genau, eins nach dem anderen, Mädchen. Sieglinde, Eiskunstlauf bis in den späten Frühling. Mit einem erfrischenden Plansch. So, wen haben wir hier noch? Klaus Peter, Staubsaugervertreter. Hattet ihr mal einen Staubsaugervertreter zu Hause? Wir einmal. Und der war von Kirby und ich würde ein ja, Kirby saugt ein. Aha, lustig. Ja, Aber ich meine, der war trotzdem nicht so gut. Okay, das ist eine Kirche. Was kann man denn hier anschauen? Altar. Das ist sowas wie eine CD-Funkanlage für Theologen. Altar und nicht Alter. Ein Vorläufer des Fernsehers. Die Kanzel. Das Firmenlogo. Das Firmen. Finde ich super. Das Firmenlogo. So, gehen wir mal da rein. Oh. Hallo? Hallo. Du hast Besuch. Einen Augenblick, ja? Ich will das hier sehen. Zuflucht, Kirchentor. Information über meinen Vater. Aber ich brauche eine Information über meinen Vater. Warte mal. Du bist Edna, die Tochter von Mattis Konrad. Mhm. Was? Du kanntest meinen Vater? Ob ich deinen Vater kannte? Die Geschichte um deinen Vater ist legendär. Weißt du etwa nicht mehr, was damals passiert ist? Nein, ich habe tatsächlich alles vergessen. Raus damit, ich will alles hören. Ja, ich denke, du solltest es erfahren. Du weißt sicher, dass dein Vater wegen Mordes an einem Kind verurteilt wurde. Er bekam die Todesstrafe. Ja, ich habe das gehört. Aber ich kann's nicht glauben. Er ist es auch nicht gewesen. Ich wusste es. In Wirklichkeit hat sich die Sache nämlich folgendermaßen abgespielt. Was ist das? Spielt da jemand auf der Orgel? Das ist doch jetzt unwichtig. Erzähl einfach weiter. Nein, ich muss nachsehen. Ich bin ja gleich wieder da. Warte hier bitte und fass nichts an. Schon gut. Versprich es mir. Ja, ich fasse nichts an. Versprochen. Sehr brav. Bis gleich. Wenn ich wieder zurück bin, erzähle ich dir alles. Versprochen ist versprochen und wird sogleich gebrochen. So, was haben wir denn hier drin? Eine Anlage. Eine Zeitmusik zu hören. Nee, eigentlich nicht. Ein Buch. E-G-A-H-D. Eggert. Eggert! Eggert! Okay. E-G-A-H-D. Wir werden den Verstärker benutzen. Der kriegt hier keinen Strom. Wir werden... Ich müsste den irgendwo anders aufstellen. Den Verstärker nehmen. Ich bringe ihn besser irgendwo hin, wo noch eine freie Steckdose ist. So. Jetzt bekommt er auch Strom. Und die Akustik ist hier auch besser. Ich möchte hier anmerken, dass ich in meinem Leben noch nie mittendrin irgendwo in einer Kirche eine freie Steckdose habe gesehen. Keine Ahnung. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich schon seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr in einer Kirche war. Schauen wir mal ganz nach oben. Was? Edna. Was ist hier passiert? Was hast du getan? Das kommt nun mal davon. Das hättest du niemals tun dürfen.
Aber du hast doch gesagt, ich soll dir den Schlüssel machen. Und warum hast du auf mich gehört? Ich gehöre nicht in die Freiheit, Edna. Das hätte dir klar sein müssen. Jeder hat das Recht auf Freiheit. Guck dir den armen Pastor genau an, Edna. So sieht die Freiheit aus, die du mir geschenkt hast. Ui. Das ist dein Werk. Aber... Ich habe Maßnahmen getroffen, damit das nicht wieder passiert. Ich habe uns beide hier eingesperrt. Ich darf nie wieder in die frische Luft. Kann ich hier bleiben? Ich muss zum Haus meines Vaters. Du hast keine Wahl. Hier ist ein Rätsel, das selbst du nicht lösen kannst. Wie willst du hier rauskommen, ohne mich zu befreien? Da gibt es durchaus eine Lösung. Herr, sowieso. Damit kann die Musik nicht mehr an den Ohren vorbeigehen. Daher ja auch Kopfhörer, ne? Dum, 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 dum. Nummer 1. Nummer 2. Und jetzt nerven wir ihn ein bisschen. Und zwar mit Egard. Klingt, als würde jemand auf der Gitarre spielen. Bist du das, Harvey? Hey, mach nicht so einen Lärm da unten! Wenn du so weitermachst, erzeugst du noch eine Rückkopplung! Er hat recht. Die Saiten schwingen in Harmonie mit der Orgel. Tada! Und zu guter Letzt... So. Hit it, Harvey. Hey, das rockt. Aha. Yay. Gut. Das ist ja grauenvoll. Schalt das ab. Das war lustig. Ah, wenn der Herr unbedingt will. Ach nee, nehmen. Nehmen? Na gut, ich nehme ihn wieder mit. Aber ich lasse das Ende eingestöpselt. Darfst du. Allzu weit reicht das Kabel allerdings nicht. Passt schon. Klappe zu, Affe tot. So, und jetzt gehen wir die Sache mal logisch an, weil das hier ist nämlich eine wahrscheinlich ziemlich tiefe. Ja, ein tiefer Ton, eine tiefe Pfeife. Und das Tiefste, was wir haben, ist... Ah, genau. Dann jetzt nerven wir ihn noch ein bisschen. Huch, ich hab falsch. Ja, gut, ich hab... Ist ja gut. Muss ich jetzt das komplette Ding nochmal spielen? Das komplette Egard? Wahrscheinlich, ne? Weiß ich nicht. Ah! War fast richtig. Ja gut, das war mit Sicherheit falsch. Moment. Okay. Man kommt doch irgendwie nach oben. So, Harvey rockt's nochmal. Hey, das rockt. Yay. Witzigerte der Mund. Es ist ja grauenvoll. Schalt das ab. Neben dir liegt was. Das war lustig. Na gut, schauen wir mal, ob es an hat. Aufgesetzt hat.
Ja, hat er. Das, weil das Kabel hier jetzt nicht mehr entlang läuft. So. Und wie werden wir ihm jetzt los? Easy. Klong. Was war das für ein Schrei? Zwei Schreie. Edna. Zwei. Er ist weg. Und wo ist er? Oh, dum 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 dum. Oh nein. Das wollte ich doch nicht. Ach nein? Oder wollte ich das? Mhm. Das kann doch alles nicht wahr sein. Weck mich bitte, Harvey. Harvey? Harvey, sag doch was! Entschuldigung, Edna. Mir war nur gerade, als hätte ich... Was? Was ist? Erinnerst du dich an etwas? Ach, nichts. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Nimm dir den Schlüssel und lass uns so schnell wie möglich hier weg, ja? Du sprichst mir aus der Seele, Harvey. Ab nach Hause. Und natürlich wolltest du das. Der Typ hat dich nur rumkommandiert. Ich hab von Anfang an gesagt, dass ich kein... Das ist doch kein Freund, ist das. Endlich daheim. Daheim, daheim, daheim. Nun? Ich kann mich erinnern. Aber nur an Kleinigkeiten. In dem Beet da drüben habe ich immer Ameisen verkokelt. In dem kleinen Teich habe ich Frösche platzen lassen. Es wirkt alles viel kleiner als früher. Lass uns versuchen, reinzukommen. Und dann suchen wir mein Zimmer. Ich habe früher immer Tagebuch geschrieben. Dann werde ich mich schließlich an alles erinnern können. Dann werden wir das wohl sogleich auch tun. Zu. Mir zu einfach. Ich glaube, mein Vater hatte den Schlüssel immer in einem der Zwerge versteckt. Dann müssen wir sie wohl töten. Fangen wir mit dem ersten an. Och, mehr Zwerg. Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Der hier war's nicht. Dann... Nimm mal den. Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Aber in welchem bloß? Der hier war's nicht. Ach Mann, es ist doch offensichtlich, dass es der in der Mitte ist. Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Der hier war's nicht. Nimm auch einen Deuterzwerg. Ein Breakdance-Zwerg, Verzeihung. Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Der hier war's nicht. Aber ich mag Gartenzwerge sowieso nicht so tolle. Jetzt sind nur noch du und ich übrig, Django. Na, wer sagt's denn? Hier ist ja der Schlüssel. Es ist doch immer der letzte, den man ausprobiert. Ey, Django, schau fei. So ist er vielleicht nach all den Jahren doch zu was nütze. Weil wir hatten, also nicht wir, sondern unsere Nachbarin hatte einen Gartenzwergen. Das sah so alt und verranzt aus und da war er gruselig. Ich kann's kaum erwarten, endlich wieder zu Hause zu sein. Oh nein, er ist zerbrochen und im Türschloss stecken geblieben. Ach Edna, du bist eine Heldin. Die Heldin dieses Spiels, aber du bist echt eine Heldin. Wir müssen zum Schuppen gehen. Dort... Wie nennt man das jetzt? Behelligen wir uns? Schuppen? Nein. Lässt sich nichts mehr ziehen. Früher habe ich diese Zange benutzt, um die Nägel des Schuppens aus den Balken zu holen. Mein Vater hat sie durch Schrauben ersetzt, nachdem das Dach über ihm zusammenfiel. Bist ja auch gemein, aber ich wollte eigentlich, dass du sie nimmst. Was wir auch noch nehmen, ist die Schaufel. Und dann eilen wir hier auch schon wieder raus. Gehen zur Veranda. Gehen nach vorn. Finde ich toll. Nehmen die Zange und holen uns den Schlüssel wieder. Gute Idee. Ja. Prima. Ich habe die Reste des zerbrochenen Schlüssels. Gut, dann haben wir die schon mal. Und wie wir auch aus unseren Tempo-Morph-Morph-Morph-Zeit wissen, war hier eigentlich früher immer ein Fenster. Wo ist denn das denn schon wieder hin? Der Wald hat Dunsinane erreicht. Ja. Wir werden das mal frei buddeln.
Na, wo ist sie denn? Da. Genau, damit komme ich dem Unkraut bei. Und weg. Und dann nehmen wir uns einen altbewährten Poloschläger. Boing. Und rein da. Somit sind wir hier schon mal drin, was sehr, 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 sehr schön ist. Sag doch was, Mädchen, es ist ein altes Zuhause. Eine über 10 Jahre alte Pilzsuppe. Sie ist das Einzige, was in diesem Haus noch lebt. Ach, Edna. Dann haben wir den Salon. Ich erinnere mich an dieses Gemälde. Es zeigt die Landschaft aus der Wurstwerbung. Rügenwalder? Teewurst. Fangen wir mal da drüben an, beim Arbeitszimmer. Mattes Zimmer. Das ist Mattes Bett. Das Feuerzeug meines Vaters. Das nehmen wir mal mit. Mein Vater hat mir früher immer verboten, damit zu spielen. Aber ich kann ihn nirgendwo sehen. Ach, Edna. Dann gehen wir mal ins Bad. Und machen ein bisschen Matsch. Ich glaube, ich kann jetzt ein wenig Matsch gebrauchen. Matsch kann man immer gebrauchen. So, dann werden wir... Ich mache einen Abdruck, indem ich die beiden einzelnen Teile in den Ton drücke. Prima, das hat geklappt. Genau, wenn wir uns erinnern können, haben wir das schon mal gemacht. Ach Gott, das alte Schulzimmer. War der nicht immer viel größer? Nee, du warst nur viel kleiner. Ach ja. Dein alter Schrank, bei dem du sehr oft dann hast sitzen dürfen. Gut. Eilen wir mal nach unten. Denn das Ende naht, meine lieben Liebenden. Öffnen wir das mal. Der uralte Eisenofen. Öffnen wir das mal. Das schaffe ich nicht. Was? Geht doch. Mal gucken, was noch in dem alten Kessel steckt. Relativ viel, wenn du mich fragst. Was einmal geklappt hat? Genau, man erinnert sich. Klappt auch noch viel öfter, als man eigentlich denkt. Vielleicht hilft das ja weiter. Das wird weiterhelfen. Huch. So. So leid es mir tut. Ich muss den Generalschlüssel wieder einschmelzen. Wir wissen ja mittlerweile, woher wir sehr, 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 sehr viele davon bekommen, ne? Kinder, das Gold ist fertig. Gold. Om nom nom. Gute Idee. Ich schütte das Gold in die Form. Ja. Gute Idee. Schlechte Idee. Kennt ihr das von Game One? Das war mal so ein Insider-Witz, kann man nicht sagen. So ein Running-Gag bei uns in der Schule. Gute Idee. Leck decken. Schlechte Idee. Deck lecken. Das war... es war schon sehr, sehr hoher Humor. So. Ein ungleiches Paar. Wie ja. Hulgur und Dr. Marcel. Hulgur. Der andere stumpf. Hulgur. Hulgur ist cool. Ja, das sollte klappen. Yippie, mein eigener Haustürschlüssel. Sehr cool. Mein Vater wollte nie, dass ich einen bekomme. Dann hätte er dich nicht mehr einschließen können. Der Schlüssel passte ja auch zu deinem Zimmer. Juhu! Ja, aber das erklärt einiges. Ich hatte meinen eigenen Hausschlüssel und meinen eigenen Zimmerschlüssel. So, denn ohne diesen Schlüssel kommen das wir nicht... Das habe ich prima hinbekommen. Ja, das ist schön. Ohne diesen Schlüssel kommen wir nämlich hier nicht rein. Auch wenn ich jetzt etwas vorweggenommen habe. Rein da. Das ist wirklich mein altes Zimmer. Ich habe es endlich geschafft. Jetzt brauche ich nur noch mein Tagebuch. Weißt du noch, wo ich es immer hingetan habe, Harvey? Seltsam. Diese Erinnerung ist immer noch vernebelt.
Aber ich glaube, mit all diesen Gegenständen hier dürfte es nicht schwer fallen, ein letztes Mal in die Vergangenheit zu tempomorphen. Au ja. Tempomorph! Dann einfach irgendwo, wo ich es hier finden kann. Ja. Oder wir gucken einfach gleich hinein. Noch besser. Ja. Worauf warten wir noch? Los geht's. Na dann, halt dich fest. Um das Ganze etwas dramatischer zu gestalten. Oh, hi. Ich kann es einfach nicht fassen. Was mache ich nur verkehrt mit dir? Dem armen Alfred einfach eine Eidechse in den Kragen zu stecken. Du hörst dich an wie Hoti. Habe ich dich so erzogen? Richtig. Ich erinnere mich daran. Mein Vater hat mir Hausarrest gegeben. Als wenn uns diese Tür jemals aufgehalten hätte. Uns interessiert nur das Tagebuch, Hoff. Herr Konrad! Herr Konrad! Na toll. Trottelalarm. Was ist denn, Alfred? Bestrafen Sie Edna jetzt? Das hatte ich gerade vor, ja. Sie muss besonders hart bestraft werden. Das Ungetüm hat in meine Schulter gebissen. Ich werde vielleicht nie wieder die Fiedel spielen können. Du kannst dir sicher sein, dass die Bestrafung angemessen ausfallen wird, Sohnemann. Schön wär's. Mein Vater sagt, Ihre disziplinären Maßregelungen zur Zähmung dieses übertreten Wildfangs... Danke. ...sind höflich ausgedrückt unzureichend. Sagt er das also? Nächstes Mal sollen wir einen Skorpion nehmen. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne persönlich Wache schieben. Ich schieb dir auch gleich irgendwas. Dass zugewiesene Strafmaß eingehalten wird. Junge. Nur zu. Und jetzt komm raus hier. Diese kleine Mistkröte. Ich tape. Ignorier ihn einfach. Lass uns lieber das Tagebuch finden. Cedric! Falsches Spiel. Gut, dann lesen wir doch mal das Tagebuch. Benutzen Tagebuch. Das klappt so nicht. Ja, natürlich klappt das so. Hey! Da ist ja schon mein Tagebuch. Na, das war mal einfach. Endlich werde ich mich wieder an alles erinnern können. Yippie! Warte mal. Wann war noch gleich dieser Mord, den mein Vater angeblich begangen haben soll? Der Pastor sagte etwas vom 3. August. Laut dem Tagebuch ist das heute. Du hast mich an den Tag des Mordes zurücktempomorpht. Ups. Nein, das ist sogar sehr gut. Jetzt können wir aus erster Hand seine Unschuld feststellen. Wir müssen ihn nur finden und nicht mehr aus den Augen lassen. Lass uns sehen, dass wir hier rauskommen. Endlich können wir seine Unschuld beweisen. Komm, probieren wir das doch mal, aber schauen wir uns erstmal ein bisschen um. Oh, wir können darüber nichts mit Edna besprechen. Schrank. Kommst du da nicht raus? Ich muss Edna das Fenster aufmachen? Leg mal schon mal. Hey Edna, vielleicht hilft der Schrank uns weiter. Wenn du keinen richtigen Vorschlag hast, dann lass es doch einfach. Wenn du nichts Anständiges zu sagen hast, sollst du den Mund halten. So, schauen wir mal nach draußen. Was ist denn los, Katze? Ich wollte da reinschauen. Ich finde es jetzt so lustig, wenn ihr den hören könntet. Also den, sie, die, Lucy. Ja. Ich hasse diesen Jungen. Den haben sie echt gut konzipiert, ey. Meine Güte, du. Also, geh mal zurück. Ist Alfred nicht ein Oberkotzklumpen? Diese Gesichtsschleimhautreizung ist jetzt endgültig unten durch. Hey Edna, warum machst du es nicht wie der Specht? Was meinst du? Soll ich an die Tür hämmern, um Alfreds Aufmerksamkeit zu erlangen? Oh, eigentlich dachte ich, du könntest den Kopf gegen die Wand schlagen. Aber dein Plan hat auch was. Ja, bitte? Komm mit, Harvey. Reicht das schon? Lass das so. Hey, wo ist sie hin? Ist sie etwa aus dem Fenster geklettert? Ja. Los, schnell weg! Durch die Tür, schnell! Hey. Wie vertrottelt er guckt. Sehr gut. Am besten teilen wir uns auf, um Mathis zu finden. Ich suche im Obergeschoss. Du suchst unten. Und wenn ich ihn gefunden habe? Dann holst du mich natürlich. Klar.
Edna? Ja, Harvey? Was ist, wenn Mattis doch ein wahnsinniger Mörder ist? Ach, Quatsch. Sei nicht albern, Harvey. Mattis kann keiner Fliege was zuleide tun. War ja auch nur eine Frage. Ich wollte es Edna gegenüber nicht zugeben. Aber ich habe ein wenig Angst. Naja, da du ja nur an sich eine Widerspiegelung ihrer Gefühle bist, glaube ich, hat sie auch etwas Angst. Also suchen wir ihn mal. Da! Verzeihung. Edna, Edna, Edna! Edna, Edna, Edna! Was gibt es denn, Harvey? Es ist Mattis. Er kocht eine Suppe aus Kindern. Was? Ich verstehe nicht, was du meinst. Ich meine es so, wie ich es gesagt habe. Mattis ist doch der Mörder. Komm mit. Aber... Was ist los? Ich verstehe kein Wort. Oh, die Pilzsuppe. Er war hier. Er stand am Herd und... Hat Kinder gekocht? Merkst du nicht selbst, wie absurd das klingt? Ich muss mich irgendwie wohl geirrt haben. Such einfach weiter. Was geht hier vor? Da können wir gar nicht raus, ne? Die ist wie immer zu. Ja, wie immer. Dann gehen wir zum Keller. Ah! Oh, das sieht aus wie Petra. Oh nein, Mattis kocht Petra. Edna, Edna, Edna! Was jetzt? Diesmal bin ich mir sicher. Mattis verheizt Kinder im Ofen. Hin teleportiert. Nein, tut er nicht, Harvey. Komm mit, ich beweise es dir. Das ist doch... Ich verstehe gar nichts mehr. Geht es dir nicht gut, Harv? Langsam bist du derjenige, der mir Angst macht. Wie kann ich mich denn so irren? Hebst du mich kurz hoch? Na klar. Ach je. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich weiß es doch nicht. Es war wieder Mattis. Na komm schon, wir gucken uns das gemeinsam an. Siehst du, hier ist nichts. Ich denke, wir blasen die ganze Sache lieber ab. Es war ein anstrengender Tag. Ich kann mich morgen immer noch erinnern. Und dir scheint das Tempomorphen nicht gut zu bekommen. Nein, es... Geht schon wieder. Starten wir noch einen Versuch. Ein letztes Mal, Harf. Ah! Cool. Ah! Edna, hilf mir! Ich fantasiere! Was hast du diesmal gesehen? Ich sah Mattis. Und den Leibhaftigen. Und sie... Warte mal gerade. Sind das Stimmen? Da ist ja tatsächlich wer auf der Veranda. Bleib du hier. Ich sehe mir die Sache an. Ich finde, die beiden sind ein hübsches Paar. Was? Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie eine gemeinsame Zukunft haben. Was? Ihre Tochter und mein Sohn. Ha! Da müsste man ja erst einmal ihre Aufsässigkeit abtrainieren. Edna ist respektlos und widerspenstig. Aber sind sie nicht dabei, einen Durchbruch auf dem Bereich der... Wie nennen Sie es gleich? Charakterkorrektur. Das ist genau das, was Ihrer Tochter fehlt. Unwort des Jahres. Dann vielleicht doch noch einen Weg wie... Entschuldigen Sie mich einen Augenblick? Wieso sitzen die beiden echt zusammen auf der Veranda? Was soll das, Edna? Du weißt genau, dass du auf deinem Zimmer bleiben sollst. Ja schon, aber... Nichts aber. Der Doktor hat ganz recht. Du bräuchtest dringend so eine Charakterkorrektur. Bitte nicht, Papa. Ich will keine. Wir reden später. Jetzt gehst du erst einmal zurück auf dein Zimmer. Ich bin ganz schön sauer, junges Fräulein. Oh je. Ach ja. Und sei auch netter zu Alfred, verstanden? Netter zu Alfred? Ha, dass ich nicht lache. Sei ruhig, Harvey. Immerhin bist du schuld daran. Was sollten überhaupt diese ganzen Lügengeschichten? Ich habe darüber nachgedacht. Und eigentlich ist die Sache ganz simpel. Ich kann gar nichts dafür. Ich bin immerhin nur eine Projektion deiner Fantasie, schon vergessen. Was wunderst du dich, wenn ich hier und da ein wenig
ungenau bin. Hm. Gerade wenn es um Beobachtungen geht, bei denen du gar nicht dabei warst. Hm. Ungenau ist etwas anderes als vollkommen absurd ausgedacht. Bist du mir jetzt böse? Ach, Harvey. Hier kann man doch gar nicht böse sein. Na warte! Hey! Er soll mich loslassen! Alfred, was tust du? Gib mir Harvey zurück! Das hättest du wohl gern. Bitte, Alfred, es tut mir leid. Ich hab mir vorgenommen, in Zukunft netter zu dir zu sein. Tu nicht so. Es tut dir kein bisschen leid, du Monster. Du Monster. Bist total wahnsinnig. Nicht nur, dass du versuchst, mich mit Eidechsen umzubringen. Du sprichst auch noch mit diesem Stoffhasen. Erstaunst du, was? Ich habe in deinem Tagebuch gelesen. Harvey hier, Harvey da. Und Alfred ist immer die dumme Kröte, nicht wahr? Aber das wird aufhören. Ich sage alles, Papa. Und dann werden sie dir den blöden Hasen wegnehmen. Vielleicht sperren sie dich dann auch in Papas Anstalt zu den anderen Irren. Da gehörst du nämlich hin. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Alter. Nicht Junge. Alfred. Bitte. Hilf mir, Edna. Er tut mir weh. Was soll ich denn bloß tun? Schubs ihn. Harvey. Was? Schubs ihn einfach. Schubs ihn die Treppe runter. Oh oh. Oh oh. Oh nein. Jetzt erinnere ich mich an alles. Ich habe Alfred getötet. Es geschah im Affekt. Ich konnte doch nicht zulassen, dass er mir Harvey wegnimmt. Oh. Na, hallo. Ja. Du bist es gewesen. Du hast meinen Sohn getötet. Dein Vater hat die Schuld auf sich genommen, um dich zu schützen. Ich musste ihm versprechen, mich um dich zu kümmern. Toll. Ich sah nur einen Weg, um dies zu tun. Ich wollte dich wie ein weißes Blatt Papier neu erschaffen. All deine Verrücktheiten tilgen. Ich stand oft kurz davor. Aber jedes Mal fandest du einen Weg zurück in deine Erinnerung. Jetzt endlich weiß ich, wie ich vorgehen muss. Dein Stofftier Harvey. Er ist der Anker, der dich an deine Vergangenheit kettet. Wenn du ihn zerstörst, dann kannst du endlich wieder ohne Schuld und in Frieden leben. Hör nicht auf ihn! Er wird alles zerstören, was dich ausmacht! All deine Kreativität! All dein Spaß! Sei nicht so wahnsinnig! Steht genau an der Stelle, an der sein Sohn damals stand! Nur ein kleiner Schubs! Und die sind endlich frei! Er ist der Einzige, der von unserer Schuld weiß! Oh nein. Was soll ich denn bloß tun? Also abgesehen davon, dass natürlich Harvey jetzt gerade völlig verrückt geworden ist, hören wir natürlich auf Dr. Marcel. Ja. Ich meine, ist doch logisch, oder nicht? Vom Harvey hat uns dazu gebracht, eigentlich den zu töten. Und wir sollten jetzt noch einen töten. Ich meine, hallo? Das geht echt zu weit. Edna ging zurück in die Anstalt und bekam eine Charakterkorrektur. Ihr neuer Name ist Alfredine. Ihre Lieblingsbeschäftigung ist Abwaschen und Akten sortieren. Alfredine. Edna ist auf dem Bild voll hässlich. Es kommt ihr gar nicht gut. Dr. Marcel gab seine Karriere auf und kaufte sich ein Hausboot und holte sich auf seine alten Tage noch olympisches Gold im Profiangeln. Und ich meine, war da nicht Polospieler so ein guter? Nicht Angler? Horty ging nicht zurück in die Anstalt und begann eine Karriere als Bankräuber. Nachdem er einen Bankangestellten erschoss, stellte er sich den Behörden. Oh, Horty. Alu, wurde schließlich vom Blitz getroffen und verwandelte sich in eine... Oh nein, ein Lichtwesen. Oh, aber Alu war cool. Ich mochte den so sehr. Und sein Bart ist, glaube ich, doch nicht aus Alu. Der Spieler sollte hingegen mal niemals herausfinden, was ihn da getroffen hatte. Den Schlag nehme ich an. Der Schlag nehme ich an. Ja, Ende. Tja. Ja.
Komm noch. Kredite? Kredite? So, aber die wollen wir sowieso nicht angucken, weil wer braucht das schon? Ich meine, kann man ja mal kurz... Kurz anhalten, wenn die lesen möchte. Also, ich brauche das jetzt nicht unbedingt. Ja. Natürlich. So ein Blödsinn. Wir hören selbstverständlich nicht auf Dr. Marcel, sondern auf Harvey. Was denn sonst? Obwohl er jetzt wieder total verrückt ausschaut. Was ist denn, Katze? Willst du auch mit auf die Aufnahme? Ja, dann bleib da. Siehst du, willst doch nicht. So. Edna ging nicht zurück in die Anstalt. Die Polizei fahndete wochenlang vergeblich nach dem verwirrten Mädchen. Die Suche wurde abgebrochen, als man schließlich die Überreste eines blauen stofffassenden Ozean fand. Aber das war bestimmt nicht Harvey. Der Schlüsselmeister wurde ebenfalls niemals gefunden, weil diese Kirche nie wieder besucht worden ist. Von niemandem. Der passt so gut auf dem Bild. Total geil. Moti ging alleine zurück in die Anstalt. Nach 2 Wochen ohne Hoti wurde er für geistig gesund erklärt und entlassen. Überglücklich nahm er einen Job als Bankangestellter an. An seinem 2. Arbeitstag wurde er bei einem Überfall erschossen. Oh nein! Blase musste auf dem Rückweg zur Anstalt noch einmal austreten. Auf der Tankstellentoilette traf er die Liebe seines Lebens und brannte mit ihr durch. Oh, Kumpel Blase hat's geschafft. Cool. Der Spieler sollte hingegen niemals herausfinden, was ihn da getroffen hatte. Der Schlag, nehme ich an. Sehr cool. Aber warum hat weder Hoti noch Moti Broti besucht? Ende. Punkt. Jetzt aber wirklich. Ach, war das ein tolles Spiel. Aber das würde mich wirklich mal interessieren. Und warum wurde der Schlüsselmeister nicht gefunden? Der lag in der Kirche, genauso wie der Pfarrer darum gebaumelt hat. Edna bricht aus. Sehr schön. So, die Credits lese ich jetzt aber auch nicht vor. Ich will nur ein was wissen, ob es wirklich dasselbe Sprecher bei Hoti und Mathis war. Weil ich meine, ja. Der hat genauso betont und ausgesprochen und so. Auch voll das schöne Lied. Ach, jetzt muss ich aber wieder verquatschen, sonst geht's ja wieder weg. Kurz noch einen Blick, ich muss Katze. Erziehen. So, schon wieder weg. Oh, war das ein schönes Spiel. Eigentlich so ziemlich das erste, das erste Click and Point Adventure, was ich wirklich komplett durchgespielt habe, aber diesmal eben nicht blind. Und das habe ich natürlich nicht aufgepasst. Wo ist Hoti? Komm schon! Bevor ich wieder alles verquatsche. Na. Hallo, Mann. Hoti. Doch, es war doch dasselbe, oder? Ach Gott, ich weiß es nicht. Wenn es nicht so ist, dann tut es mir wahnsinnig leid, aber dann hört ihr euch echt ähnlich an. Da, Peter hat da auch gesprochen. Doch. Stimmt, Peter klang ja genauso, aber der hat mir eher am Anfang gehabt, ziemlich viel. Ach, ich gehe schon wieder durch alles Mögliche. Durch Troggelbecher. Ja, cool. Troggelbecher war sehr cool. Troggelbecher. Allein so einen Charakter mit einzubauen, der dann so irgendwie Kult wird, finde ich wahnsinnig cool. Was lässt sich schon sagen? Ja, Harveys neue Augen kommt jetzt natürlich, da ich demnächst, spätestens morgen, hoffe ich, vielleicht fange ich auch heute schon an, einfach weil ich sehr neugierig bin. Aber das wird natürlich blind. Das heißt, das wird wahrscheinlich eine sehr, sehr, sehr lange Reise. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich auf dieser Reise begleiten würdet. Anregungen, Kritik und Feedback möchte ich bitte haben. Bitte, bitte. Wie auch immer. Ja, gut, ich fange schon wieder an rum zu blubbeln, weil ich einfach nicht reden kann. Das lässt sich nur noch sagen. Heute war ein schöner Schultag und gestern hatte ich schneefrei. Hattet ihr auch schneefrei? Wenn ja, herzlichen Glückwunsch. Wenn nein, oh. Kommt noch irgendwann. Vielleicht. Mal sehen. Außer ihr geht irgendwie arbeiten und sowas, dann wahrscheinlich eher nicht. Aber dafür gibt's ja Dr. Holiday. Und das habe ich jetzt gerade nicht gesagt. Dum, 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 dum. Wahrscheinlich ist es total asynchron, wenn ich da jetzt mit zum.
Aber das ist so cool, diese Musik. So, Dedalic Entertainment presented Edna bricht aus. Und hiermit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend, Tag, Nacht, Morgen. Was auch immer ihr gerade macht und was auch immer ihr noch für einen Tag vor euch habt. Hab euch lieb. Tschüss.